Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Versuchen Sie auch manchmal zu schlafen und haben ein unglaubliches Gedankenkarussell oder werden mitten in der Nacht wach und können nicht mehr einschlafen. Das sind alles so Szenarien, die vielleicht der ein oder andere kennt und wenn auch nur phasenweise. Ich habe heute unseren Wirtschaftspsychologen hier, Fabian Ries, und er hat bestimmte Methoden entwickelt über Atmung und Meditation, wie wir vielleicht ja diese Themen nochmal aus einer anderen Sicht bearbeiten können und auch in die Lösung bringen und einen tieferen Schlaf finden können. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Fabian, schön, dass du da bist. Ja, Lialo, vielen Dank. Zumindest war auf dem Bildschirm. Ich hoffe, ich sehe dich auch irgendwann mal live. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Bist immer herzlich willkommen. Ja, dieses Thema Schlafen, es gibt ja wirklich verschiedene Schlafprobleme. Gehst du überhaupt auf die verschiedenen Schlafprobleme ein oder sagst du, es ist ganz egal, das Problem ist immer unverarbeitete Themen oder Gedankenkarussells, die uns davon abhalten? Ja, das sehe ich eher als meine Expertise. Also vielleicht gibt es noch andere organische Dinge und so weiter und so fort. Aber da habt ihr bestimmt auch ganz tolle Beiträge schon darüber gemacht. Also ich bin eher als Psychologe und als Autor, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, wie man sein Denken zum besten Freund macht, eigentlich eher um das Thema, wie schaffe ich es, das Kopfkino zu reduzieren und damit einfach der innere Monolog freundlicher wird oder weniger wird und machbarer wird. Und darüber können wir sehr gerne sprechen. Es gibt ja immer diese innere Stimme. Und ich frage mich immer, wo kommt die eigentlich her? Es gibt ja so die Gute auch, dieses mit dem Engelchen und Teufelchen. Jeder kennt es natürlich, glaube ich, auch in der Phase, wo man sich auch gute Voraussetzungen ich weiß schon gar nicht mehr das Wort. Was macht man? Voraussetzungen. Wenn man sich was vornimmt, im neuen Jahr, gute Vorsätze. Mensch, Maja. Ja, ja, genau. Daran merkt man, wie ich die umsetze. Mir fällt noch nicht mal der Name ein. Und dann kommen ja immer dann diese verschiedenen Diskussionen auch zustande. Ob jetzt im Berufsleben oder Vorsätze. Was passiert da? Du hast ja jetzt viele Bücher gelesen und verarbeitest auch deine Erkenntnisse dann immer in Meditation. Aber was erklärst du den Menschen? Wer redet da eigentlich miteinander oder gegeneinander? Das ist total faszinierend, weil es sind so viele auch teilweise. Und immer mit unterschiedlichen Meinungen und fast unterschiedlichen Charaktereigenschaften und so weiter und so fort. So ein ganzes Team da drinnen. Und ja, tatsächlich reden da auch Psychologen und sagen, das sind Persönlichkeitsanteile. Und diese Persönlichkeitsanteile, das ist wie so ein Strang, wie so eine Perlenkette aus Erinnerungen und Glaubenssätzen, die dann wie eine eigene Charakteristika formen und eine eigene Sichtweise auf diese Welt haben. Und alle jene Persönlichkeitsanteile sind auch wieder da, um dich eigentlich zu schützen, um deine Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Wertschätzung, Kontrolle zu erleichtern, zu ermöglichen. Aber da gibt es auch ganz viele, die wir irgendwie gar nicht leiden können, weil wir sie eigentlich die ganze Zeit als störend und irgendwie schwach oder falsch und so weiter beschäftigen. Und da eine innere Entspannung zu bekommen, eine innere Harmonie, ist ein großer Schritt. Und alleine, dass wir darüber reden und jetzt schon zum Beispiel viele da sind und sagen, ja stimmt, bei mir ist das auch so, interessant, ist es schon ein riesengroßer Schritt, weil dadurch schaffen wir es, einen Schritt hinterzugehen und sie einfach beobachten zu können. Weil ganz oft, wenn wir eine Aufmerksamkeit uns darauf legen, dann glauben wir wieder, wir sind diese Teile und wir fangen dann an zu diskutieren. Und ein ganz großer Schritt ist dieses, einfach nur beobachten zu können, ohne zu bewerten, ohne wieder in die Diskussion mit einzusteigen. Und das ist eine ganz große Fähigkeit, die einem da hilft, weil dann schafft man den nötigen Freiraum und die Distanz. Und dafür sind einfach Meditationen großartig. Aber viele haben Schwierigkeiten mit
zu meditieren. Ist auch eine schwierige Praxis. Die haben irgendwie immer das Gefühl, sie kommen da nicht vorwärts und Gedanken kommen ja sowieso und sie machen das irgendwie falsch und es bringt nichts. Und daher dachte ich mir, oder daher habe ich Atemmeditation kreiert, die Atmen und Hypnose und auch sehr unterstützende Musik miteinander verbinden. Und plötzlich haben selbst Meditationsmuffel und jene, für die es gar nichts ist, haben plötzlich Lust darauf und entwickeln mehr und mehr diese Distanz zu ihrem eigenen Denken. Und dann haben sie einfach deutlich, deutlich mehr Entspannung und merken so, ah, okay, jetzt ist wieder hier. Man kann den Teilen auch Namen geben. Ne? Also die wütende, die Glinde oder was auch immer. Man kann irgendwelche Namen denen geben und schon wird es auch wieder ein bisschen leichter. Sagen, oh, okay, der Teil ist jetzt gerade wieder aktiv. Okay, was ist los? Und dann kann man eigentlich wie ein Kind damit umgehen und sagen, okay, ist alles gut? Passt alles? Was brauchst du gerade? Ist okay, dass du da bist. Dann entwickelt man eine viel liebevollere Beziehung zu den eigenen Anteilen. Ja, ich hatte das mal in einer Meditation gemacht, wo ich diese verschiedenen Anteile an so einen Konferenztisch eingeladen habe. Auch ganz spannend, wenn man dann mal so die unterschiedlichen, wie sie dann erscheinen, wie sie miteinander kommunizieren, was eigentlich jeder so für einen Auftrag hat. Ja, oder man kann es auch mit in systemischen Aufstellungen auch nochmal visualisieren, wenn du da so diese Körperaufstellungen machst. Und die sind ja da, diese Anteile. Und aber auch wiederum, ist es zielführend, dass die Anteile irgendwann alle im Frieden sind und ruhig sind? Dass es eben diese Diskussion in uns nicht mehr gibt? Oder was ist eigentlich das Ziel? Weil das ist ja auch das, was uns wach hält. Das ist das, was uns auch manchmal an lebensverändernden Schritten ja abhält, ja. Gehen wir nur mal klassische Trennung. Ja, ich bleib bei meiner Frau oder bei meinem Mann. Ah, nee, doch nicht. Ah, das, weißt du? Und dann kommt ja der eine Anteil sagt, willst du nicht glücklich werden? Weißt du? Und der andere sagt, willst du nicht dein Haus behalten? Und der dritte sagt, gell, überleg mal, was du für Alimente zahlen musst. Also, da kommt ja jeder Total. rein. Und da merkt man eigentlich die unterschiedlichen Grundbedürfnisse, wo so gefühlt das Bedürfnis nach Sicherheit eine Stimme erhält, das Bedürfnis nach Kontrolle eine Stimme erhält und Bedürfnis nach Wertschätzung eine Stimme erhält. Das sage ich mal, sind, wenn wir uns einen Baum vorstellen, das sind so die drei schweren Wurzeln und diese Stämme und Äste sind dann alle unsere Emotionen und die Blätter sind all unsere Gedanken. Und dadurch, also wir haben das irgendwie dadurch, dass wir nicht direkt dann eingehen und uns fragen, ah, was ist jetzt wie kann ich jetzt mein Bedürfnis nach Sicherheit erfüllen, haben wir das irgendwie personifiziert, weil so haben wir das irgendwie auch gelernt, mit der Welt umzugehen. Ich meine, das machen ja auch Kinder, dass sie dann mit ihren Puppen reden und die kriegen dann eine Person und werden zu einer Person und oder die Bauklötze oder die Autos. Ich meine, wir geben Autos auch Namen. Und viele Männer nennen es ihr Baby und was weiß ich. Also warum nicht dann auch unsere inneren Bedürfnisse, die dann auch zu Personen werden, weil das halt die Dinge dann auch für uns erleichtert. Und was ist das Ziel im Grunde, dass du im Frieden bist, weil du bist nicht diese Gedanken und nicht diese Gefühle und auch nicht diese Bedürfnisse. Und das ist ganz weird, aber du kannst in Frieden sein, während du auch Trauer zum Beispiel fühlst oder Überforderung. Das ist ein bisschen verrückt für viele, aber du kannst damit so sehr okay sein, dass jetzt diese Sachen da sind und darin entspannen, dass sie A, irgendwann mal eh von selber dann gehen, weil sie einfach den Raum haben und sich wie im Grunde mal austoben dürften. Im Grunde wie Kinder, die einfach auch sagen, Mama, Papa, siehst du mich? Hörst du mich? Und anstatt immer Und zu das sagen, ist ey, dann du dieses störst mich jetzt. nachts wach liegen, das sind dann
Diese Ja, ziehen an ungefühlten, verdrängten Emotionen, weil wir eben Angst haben davor, die Kontrolle zu verlieren oder wo sich die Bedürfnisse dann melden, weil sie endlich Platz haben. Und wir leben halt in einer zu vollgepackten Welt, wo wir so sehr im Hamsterrad gefangen sind, dass wir einfach nicht untertags relaxen können und mal wirklich 2 Stunden einfach nur da sein, fühlen, mal gucken, wie es uns eigentlich geht. Und natürlich haben wir auch gelernt, sobald wir unter Stress sind oder sobald wir ein Bedürfnis nach zum Beispiel Wertschätzung haben, dann gehen wir nicht nach innen und sagen, okay, ich fühle es, ich nehme es an, es ist jetzt okay, sondern wir gehen halt zum Handy und schauen, haben wir neue Likes? Oder wenn wir das Gefühl nach Sicherheit haben, wir fühlen uns plötzlich unsicher, weil irgendwas ist, dann gehen wir nicht rein und sagen, ah, okay, das Bedürfnis nach Sicherheit, es ist okay, dass ich so fühle. Ja, es darf ich so fühlen, ja, und und dann dann mal baut man, ja. wirklich in dieses Gefühl der Unsicherheit reingehen. Ja. So, oder? So, Ja, nicht das total. Verdrängen und Schönreden, weil das hat man ja früher auch gemacht durch so Manifestationssätze. So, hast irgendwie 120 Kilo und musst dir 100 Mal sagen, du bist schlank, du bist schlank. Ich meine, das hat Ja. jetzt nicht wirklich funktioniert, sondern Ja. dieses vielleicht einfach mal dieses Annehmen, diese Ja. Angst dann mal wirklich zu fühlen oder dieses sich selber hassen oder sich vor sich ekeln, ja, dann mal Ja. voll in dieses Gefühl reingehen. Ja, total. Und am Ende sind es wieder einfach, sage ich mal, Persönlichkeitsanteile oder Mechanismen, Muster, die wir gelernt haben, um zum Beispiel das Bedürfnis nach Wertschätzung zu bekommen. Wir geißeln uns selber, um dann den Traumkörper zu haben, um dann endlich Wertschätzung zu bekommen. Und das macht das alles so kompliziert, anstatt sehr viel diese ganzen Geißelungen und diese ganzen Unsicherheiten über unseren Wert, dass wir die eigentlich anschauen, umarmen, lieben, weil dann sind sie plötzlich nicht mehr so riesig und dann gehen sie und es bleibt ein Gefühl von Frieden mit unserem Körper und unser Körper ist wie so ein Haustier, der reagiert extrem feinfühlig darauf, wie wir eigentlich unser Haustier sehen und wie wir damit umgehen und so weiter und so fort und dann blüht er auch auf. Also dann wird es paradoxerweise genau das, was wir mit all der Anstrengung versuchen, funktioniert dadurch, dass wir diese ganzen negativen Widerstände, die wir da haben, also negativ aus unserem Sprachgebrauch, gar nicht, weil es irgendwas Schlechtes wäre oder irgendwas bei uns kaputt wäre oder falsch wäre. Das glauben ja auch ganz viele. Da muss man auch erstmal die Schuldgefühle anschauen. Okay, Schuldgefühl, du bist da, ich halte mit dir Händchen. Und umso mehr Frieden da eigentlich reingeht, umso leichter wird es auch, irgendwie einfach nicht mehr aus Emotionen raus, zum Beispiel zu essen. Und dann funktioniert das Abnehmen auch leichter. Und dann natürlich ist der Schlaf, kommt auch viel einfacher, weil man im Alltag schon so viel Frieden geschlossen hat mit seinen Sachen. Da muss man nicht mehr warten bis zur letzten Minute, sage ich mal, und hoffen, dass man dann irgendwann mal in Ohnmacht fällt, weil man nicht weiß, wie man mit seinen eigenen Emotionen umgeht. Was geht denn vor, wenn Menschen, die sich sehr viel vornehmen, was weiß ich, jetzt ernähre ich mich vegan oder jetzt will ich fasten oder jetzt will ich rauchen aufhören oder jetzt will ich den Alkohol weglassen und dann es aber immer wieder nicht schaffen und dann eben diese Enttäuschung kommt. Und dieses Spielchen machen wir ja gerne immer in jedem neuen Jahr oder wie, oder vielleicht regelmäßig Dauer in der Dauerschleife, dass man sich immer irgendwas vornimmt. Dann gibt es ja auch destruktive Sachen, wie jetzt rauchen, schlechte Sachen essen und trinken, die ja einem wirklich schaden und das will man ja dann auch nicht. Was sind so aus deiner wirtschaftspsychologischen, Ja. oder eigentlich ja eher die Bücher auch und diese Arbeit, die du machst, die hat dich ja wahrscheinlich viel tiefer gebracht wie jetzt. Ja, definitiv. Und der eigene Den Leid. Universum. Also erstens ist es ja immer schon so eine Sache. Wir hassen es ja, gesagt zu bekommen, was wir jetzt machen sollen. Aber witzigerweise sagen wir das dann die ganze Zeit auch zu uns selber und sagen die ganze Zeit, was du jetzt alles machen musst. Und alleine da ist schon der erste große Widerstand. Also da merkt man wieder, ein Teil
sagen wir mal, der Teil, der das Bedürfnis nach Wertschätzung repräsentiert, der schreit dann und sagt, los, 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 wir müssen jetzt abnehmen. Und dann gibt es halt diesen Teil, zum Beispiel der Teil nach Sicherheit oder der Teil, der sich nach Bindung wünscht und der es einfach liebt, irgendwie die Nudeln mit der Partnerin oder dem Partner zusammen zu essen oder dieses Kuscheln am Abend und dann zu noch irgendwas Leckeres zu essen und so, das verbindet oder den Wein, den man zusammen trinkt, ne? Und dann sind die beiden total im Clinch. Und der eine Teil versucht wieder den anderen zu überwältigen und dann gewinnt der mal und dann kommt wieder der andere und man kommt irgendwie nie vorwärts, so in etwa. Also genau, das ist eine große Sache. Also schlussendlich, Und was steckt dann hinter diesem Kampf? Macht es dann Sinn, dass die zwei ja mal in Konversation gehen, oder geht es mal darum, um diese Kontrolle, um die einfach mal loszulassen und mal so zu sein, wie man halt ist und beide Anteile anzunehmen? Ja, es ist irgendwie, also erstmal ist es schon mal ein Riesenschritt, wenn du weißt, ah, okay, das ist gerade ein Bedürfnis, warum ich jetzt diese, ich kann die Diät nicht durchhalten, ne? Weil ein anderes Bedürfnis einfach gerade wichtiger ist. Das macht mich nicht zum schlechten Mensch. So, ich habe Ich nicht glaube, das verloren, passiert nur aber weil ich vielen, Bedürfnis dass sie sich dann dafür verurteilen habe. und Weil sich dann wir haben es gelernt. selber schlecht reden, oder Ja, dann auch noch genau. mal ein Anteil kommt und sagt, schon wieder nicht geschafft, meine Herren. Genau, weil dieser, sagen wir mal, der Anteil nach Wertschätzung, der holt dann seinen Buddy. Das ist der Schlägertyp und der geht dann richtig ab. Und dann darf man sich wieder was anhören innerlich und denkt so, oh, wow, warum habe ich mich eingelassen? Und irgendwann mal lässt man es dann eh sein. Aber dieses da auch wieder dann, okay, Schuldgefühle kommen. Okay, ich verstehe Schuldgefühle, ihr seid da. Weil genau dieses, ich lasse ihnen Raum, das ist lieben. Das bedeutet zu lieben, das bedeutet eine Art von, ich habe eine Kindness, eine Güte zu mir selber, Zu die man jedem halt dann mehr und mehr, Anteil. genau, und die mehr, man mehr und mehr lernt und dann wird alles schon mal ein bisschen, erstmal schon ein bisschen ruhiger und entspannter, weil, okay, jeder fühlt sich gesehen, die Bedürfnisse fühlen sich gesehen und dann kann man, sage ich mal, teilweise auch Kompromisse machen, dann kann man sagen, ja gut, ich ernähre mich von Montag bis Freitag einfach clean. Und natürlich behalte ich mir mein Dessert, was ich liebe, weil das ist einfach etwas, was irgendwie ein Bedürfnis von Selbstwertschätzung mir gibt oder sonstiges. Und dann kann man da sozusagen irgendwie eine innere Balance kreieren. Und ganz oft auch ist dieses, zum Beispiel, man hat dieses innere Gefühl nach so einen Widerstand, zum Beispiel jetzt irgendwie Essen vorzubereiten oder so, weil man kann jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit auswärts essen und so weiter, sonst schafft man es wahrscheinlich nicht mit den Kalorien, bla. Okay, ich muss meine Essen vorbereiten. Da fühle ich schon den Widerstand. Und viele hassen einfach dieses Gefühl von diesem inneren Widerstand. Was machen sie? Gehen natürlich in die andere Richtung, beschäftigen sich nicht mehr mit dem Thema, lassen alles weg, geben auf und sonstiges. Aber du kannst auch einfach den Widerstand auch wieder lieben. Und auch annehmen. Und dann bist du einfach da und denkst dir so, oh, ich habe da jetzt gar keine Lust drauf. Und dann fühlst du das einfach mal und denkst dir, okay, gar keinen Bock. Und bist einfach nur dran. Und das Verrückte ist, das geht dann auch. Irgendwann mal hast du das so durchlebt, so angeschaut, so befreundet, dass es auch dann geht. Und dann plötzlich kannst du ganz normal deine Sachen machen. Und dann kochst du plötzlich. Obwohl du 10 Minuten davor noch voll den Widerstand hattest, aber wir haben einfach nicht gelernt, dass das okay ist und dass man einfach annehmen kann. Und dann geht es auch. Und genauso kannst du das für deine Arbeit nutzen und auch einschlafen. Weil so viele verurteilen oder machen dann oder sagen dann, ich muss jetzt einschlafen, ich muss jetzt einschlafen, entwickeln schon die extremen Ängste, weil sie dann am nächsten Tag nicht genug Schlaf haben. Und dieser Druck, diesen Druck versuchen sie irgendwie dann auch wieder zu umgehen, anstatt da auch rein zu entspannen, zu sagen, okay, ich fühle einfach gerade, dass ich einschlafen möchte und es macht mir Angst, wenn ich nicht einschlafe, weil da muss irgendein Gefühl darunter sein, weil sonst wäre alles ruhig.
Nur die Gefühle machen diese Wellenbewegungen und diese, also muss irgendein Gefühl dahinter sein, irgendeine Angst muss dahinter sein. Und das hat wieder was mit unserem Grundbedürfnis zu tun. Bedürfnis nach Sicherheit. Hey, ich habe einfach Angst, dass ich in der Arbeit abbaue, dass ich gekündigt werde. Und deswegen fühle ich diese Unruhe und deswegen fühle ich. Und wenn ich da wieder reingehe und sage, okay, ist es okay, dass ich ein Bedürfnis nach Sicherheit habe? Ist es okay? Darf das jetzt gerade da sein? Und das allein wird bei so vielen einfach dieses Durchatmen bringen. Und dann können sie mehr entspannen und schaffen es viel leichter in den Schlaf zu kommen. Und genau das gebe ich halt in meinen Meditationen so weiter, dass sie lernen, all diese Sachen dann anzunehmen und in diesen Schlaf dann dadurch zu finden oder bei allen anderen Themen im Grunde auch, es ist immer das gleiche Spiel. Bei diesem Thema Waldbaden, ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt natürlich sehr dunkle, destruktive Gedanken habe, ja, die jetzt sage ich mal dieser Hawkins-Skala, eben Wut, Angst, also alles energetisch sehr dunkel. Ich könnte mir vorstellen, wir hatten es ja auch mal von diesem Energy, dass wenn ich mit diesen Photonen arbeite, dass ich dadurch auch gar nicht so in diese dunklen Gedanken komme. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, sie haben wirklich also zerstörerische oder destruktive Gedanken und die haben so teilweise Angst vor ihren Gedanken, ja. Arbeitest du da mit oder kannst du da was feststellen, wie sich die Ja. Gedanken durch den Ja, also ich liebe es ja auch, unterschiedliche Sachen zusammenzubringen. Also neben diesem groben Thema, sage ich mal, loslassen und diese innere Arbeit, genau wie du angesprochen hast, nutze ich zum Beispiel selber auch Energy. Ich finde, das hilft mir einfach so zu entspannen. Ich liebe das Ding. Also das ist auch nochmal, wo ich sage, auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Mental, spirituell. Mit, sage ich mal, Techniken zum Thema Loslassen oder wo auch Hypnose sehr eng verwoben ist damit. Dann rein körperlich, dass man es da auch schafft, dass einfach viel Energie und Sauerstoff in die Zellen kommen. Genau dafür ist dann Energy oder sonstiges da. Generell Atmung zu reduzieren, ist ein ganz simpler Tipp, damit Leute weniger Kopfkino haben und mehr zur Ruhe kommen, weil sie einfach den ganzen Tag oder sonstiges viel zu hektisch atmen und eine schlechte Atemgewohnheit haben. Da sieht man bei denen, dass die Schultern nach oben gehen, bei jedem Atemzug oder die Brust immer nach oben geht oder man hört die Atmung. Und das ist wie, als würde man die ganze Zeit auf der Flucht vom Säbelzahntiger sein. Der Körper meint die ganze Zeit, du wirst angegriffen, weil warum würdest du sonst so viel atmen? Und wir haben so ein bisschen über Diäten gesprochen. Überatmen ist genauso schädlich wie Übergewicht. Vielleicht sogar schädlicher. Und da müssen wir auch so eine Art Atemfasten machen, indem wir unsere Atmung beruhigen, wieder lernen, wirklich tief aus dem Unterbauch zu atmen, jeder Atemzug langsam und nicht so ein großes Volumen und schön durch die Nase zu atmen. Und dadurch haben wir ein Atemfasten, was sofort Auswirkungen auf unsere Stimmung, Energie, Schlaf und so weiter haben wird. Auch viele, die schnarchen und so weiter, haben das Problem, dass sie auch im Alltag viel zu schnell atmen, weil das ist genau dann das gleiche Muster, was im Schlaf dann weiterkommt und genau das gleiche Mechanismus. Man muss einfach sehr, also genau. Und das löst sich dann auch. Wenn man ruhiger und sanfter atmet. Und daher, ich nutze einfach all diese Dinge auf Körper, Geist, seelischer Ebene, um uns zu unterstützen, weil das Leben ist tatsächlich einfach nicht, also so viel leichter geworden mit dem, was wir alles um uns herum haben. Und daher vollkommen Unterstützung, 180 Grad, alles, was man haben kann. Schön. Was würdest du denn den Zuschauern empfehlen, wo sie sich wirklich mal dann ein bisschen inspirieren lassen können? Ja, also sehr gerne könntest du bei mir vorbeischauen auf fabianries.de. Mich schreibt man wie der Riese, nur ohne das E hinten. Und dort habe ich x Kostproben
Und ganz viele Informationen zu diesen Themen, die wir gerade besprochen haben. Also wenn man sich da auch einträgt in meinen Newsletter, da bekommt ihr so, also wirklich mit Liebe geschriebene Briefe und E-Mails, wo ich diese Sachen erkläre und so weiter und so fort. Das macht mir einfach Spaß. Und daher wäre das, glaube ich, einfach ein super Schritt. Und da merkt man einfach an den Atemmeditationen schon, wie toll Atmung wirkt, um runterzufahren und Wohlbefinden mehr zu haben. Super. Ja, klasse. Dann bedanke ich mich sehr bei dir. Schön, dass du Sehr, so sehr gerne. viele Komponenten vereinst und macht mir immer wieder Freude. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, sehr, sehr gerne. Dann hoffentlich auch mal live und in Ja, Farbe. sehr gerne. Liebe Zuschauer, ja, frische Luft, Transformation loslassen, Meditation, Gefühle annehmen. Da haben wir jetzt alles reingepackt, was es so gibt, um den Kopf für den Schlaf frei zu bekommen. Und ich hoffe, Sie haben damit auch Erfolg. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.